check ich mal die Frage. Nee, schau mal, muss mal raus. Gesicht, Haare auf der Brust, Schultern breit und stark, männlich und robust. Doch sehe ich den Mann, das weiß ich genau, mit den Augen einer Frau. Zähne putzen, duschen, fertig aufgewacht und ab in die Küche, ein Kaffee schnell gemacht. Jetzt wird der Tag geplant, was liegt heute an? Wird er heute gebraucht, der ganze Mann? Doch dann fühle ich, und das spüre ich genau, in dem ganzen Mann steckt eine Frau. Ab in die Klamotten, nun beginnt der Tag. Es gibt viel zu tun, egal ob ich's mag. Das Räderwerk hält mich in seinem Bann. Den ganzen langen Tag geb ich den Mann. Doch gibt es da noch mehr, das weiß ich genau. Durchs Räderwerk läuft eine Frau. Es ist jetzt Abend und ich komm nach Haus. Ruhe mich vom Tag nicht erst aus. Raus aus den Klamotten und ab ins Bad. Die Frau im Manne schreitet nun zur Tat. Wenn ich dann etwas später in den Spiegel schau, sehe ich von mir eine Frau. Eine Frau, groß und kräftig und nett anzusehen, macht sich vom Spiegel hübsch, denn sie will ausgehen. Sie trifft sich mit einer Freundin, so wie's tausend anderen tun. Sie plaudern in der Kneipe, jetzt kann sie sich ausruhen. Und jeder, der sie sieht, der sieht's genau. Da vorne an dem Tisch sitzt eine Frau. Am Abend feine Dame, ein Kerl den langen Tag, weiß manchmal selber nicht, was ich am liebsten mag. Spiel ich die Männerrolle, dann fühle ich weiblich mich. Spiel ich die Frau, dann find ich's auch verwunderlich. Egal, was ich auch spiel, eins weiß ich genau. Ich bin weder Mann noch Frau. Ich bin weder Mann noch Frau. Ich bin kein Mann, ich bin keine Frau. Ich bin einfach nur ein Mensch. Ja.